Und ja, 30 Jahre, und das, ich kann es nicht glauben, 30 Jahre, es ist wirklich 30 Jahre. Und das Ziel ist Merci sagen und einen genialen Abend, einen Velo-Abend. Ich sage immer das Gleiche, ich bin ein Velorennen-Fan und das wäre ja, wenn ich Chemiefänger wäre. Oder? Also, das Ziel ist Merci sagen euch allen. Und Geschichten erzählen. Also, Geschichten aus diesen 30 Jahren. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, ganz zum Anfang. Du hast mich geläutert. Du hast mich gut erklären. Ich bin als kleiner Butsch, wie wir mal in Deutsch sagen, oder Bub, das Berndeutsche. Schon immer gerne Velo gefahren. Wir, wo die meisten Leute hocken, sind Dreigänger gefahren. Es gibt also einen Dreigänger von mir mit drei Lampen vorne. Drei Dynamo hatte ich dran, drei Lücklämpchen. Ich bin immer gerne Velo gefahren. Als es noch kein Mountainbike gegeben sind wir mit 224 Zoll Velöli über Betonröhren gefahren und einfach immer Velo. Pur hat knapp nicht gelangt. Aber das Resultat hast du gehabt. Dritte Wattlandrundfahrt bei den Junioren. Ja. In den letzten zwei Wochen hast du mir 15 SMS-Geschichten mit Fotos drauf von einem und gewonnen hast einen Zeitungsartikel. Ja, es war nicht schlecht. Ich sage dann mal immer, das ist so Nazi A. Beim Shooter oder im Hockey, um das die Leute ein bisschen besser verstehen. Und der nächste Schritt ist in der Bundesliga oder du bist in Amerika am Hockey spielen. So. Ja, der Entdecker, das ist ganz einfach. Mein Onkel hat dann von diesem wunderschönen Bauernhof auf Bethlehem gezügelt. Und seit Frutigen das Tunnel ist mit dem Zug, seit Tonnenweise Wallis in Bären. Wir sagen ja Bären, nicht Bern. Und, jetzt rede ich viel mehr Walliser-Deutsch als vor etwa 20 Jahren und bin recht froh. Ich kann es wieder ziemlich besser als vor 30 Jahren. Genau. Noch etwas schnell zu deinem Bekanntheitsgrad. Ich, das sage ich jetzt aus meiner Sicht, der Arme Schale, der kennt man irgendwie. Wenn man wohnt oder nicht, man kennt ihn. Und der erfolgreichste Schweizer Velofahrer mit Amateur ist ein Schibo Glaus. Wenn ich heute auf der Straße frage, kennst du Schibo Glaus, würde ich sagen, ist es der, der mal gegen den alten Schaller einen Sprint verloren hat? Und ich bin halt nicht so gut Hocker aufgekommen, das wisst ihr ja da drinnen. Und im Geschäft habe ich gewusst, hey, den Biss habe ich. Habe allerdings den übertrieben am Anfang. Ich hatte mal einen Hörsturz, irgendwie vor 25 Jahren, 28, voller Kanonen bügeln. Wir müssen lernen, dass der Geist oder der Kopf sich herausholen kann. Aber es hat höher und tiefer gehabt, ganz viel angefangen, immer so ein bisschen geschafft und investiert und vergrößert. Hat zurück. Du hast mir mal gesagt, ich habe viel mehr noch verkauft, aber eins habe ich nicht verkauft. Ja, das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Aber die mich gut kennen, sagen, das ist typisch Aldo. Wir haben mal einen Kunden, der hat angerufen vor etwa 6 Jahren. Er wollte das Trektomani testen mit Felgenbremse und Scheibenbremse. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, das kannst du machen. Und musst mir 50 Noten zahlen, weil du sie zwei gebrauchte Velo. Dann kam er und wirklich super oben raus komplizierter Kunde, so nach dem Motto, die Flasche vor dem Vorderjahr, die war doch hier 3 mm dicker gewesen, und die Etikette ist doch jetzt ein bisschen, die ist viel kleiner wie vorher. Ich dachte, oh, das kommt nicht gut mit dem, oder? Dann ist er gefahren, Gedrigen durchtrainiert, der 50-55-Jährige reingekommen. Ist nicht da, bei Zufall, oder? Er ist nicht da. Also, der könnte nicht da sein, den hat man ja ausgeladen. Nein, und dann kommt er rein, irgendwie am Nachmittag um 4 Uhr, von wegen Scheibenbremse und etwas. Und der Linus hat das Velo hinten genommen, hat die Scheibenbremse gemacht. Und dann ist durch die Frasse gelaufen, er ist gestanden, hat durch die Frasse zugeschaut etc. Und ist da ein bisschen rumgestanden. Und dann ist er irgendwie ganz am Anfang vom Massenstopp gelandet und die dann hat so zufällig so um die Ecke geschaut und sagt ihm dann, hast du jetzt gerade Brille geputzt mit einem Socken? Also mit einem neuen, ausgestellten? Mit einem neuen, ausgestellten Socken, oder? Die Geschichte ist auch nicht ganz fertig. Dann hat mir die das erzählt und dann bin ich hinten ins Büro und der Martin, für die, die Martin kennen, oder? Ist der Martin da? Wir sind nicht so ein Hinterhofladen, wir haben einen schönen Laden, es ist modern. Ja, das sind so, also wir haben die Top-Denkschaft in 30 Jahren. Jetzt haben wir abgemacht, warte noch schnell, Frank, wenn wir abgemacht haben, bestellen wir ein Ballett super leggera Socken und werden eine Socke ins Satteltäschchen tun und werden den Kunden erklären, diese Socken werden für die Brille zu putzen.
Das ist Marketing. Adam, wir könnten stundenlang reden. Es gibt ganz viele lustige Geschichten. Ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgepickt, die mir in Erinnerung geblieben sind, die du irgendwann mal erzählt hast, in all den Jahren, wo wir uns kennen. Machen wir einen Sprung weiter. Durchreise gratis zum Brauchen. Ein Jahr für 2000 ist dort zu kaufen oder zurückgeben. In der Schweiz habe ich kein einziges Velo gefunden. Also Allegro, Filiger, Tigra, niemand hat uns ein Velo gegeben. Und so war der Deal. Und dann habe ich jedem gesagt, hey, Giel, müsst ihr Velos da mal draussen holen. Dann fahrt ihr über die hohen Grenzen. Und ein Jahr zurückgeben oder dann Parale der Käse, 2000 Stutz zahlen. Und dann, jetzt kommt es, oder? Dann wir sind nicht mal der gewesen, weil das war 96, das weiss ich genau. Das Trikot hängt übrigens irgendwo. Dort oben das erste... Schnell nur an also zwei Geschöpfstationen. Gut. Das ist der Böhm. Es hat zwei verschiedene Sachen. Wie gesagt, ihr könnt oder Uchen essen, wo ihr am Tisch seid, weil die Zehnten sind Burger, vielleicht haben andere ein bisschen Mühe im Stehen, den Burger zu essen. Die Unger, die das Apéro ist, hat es jetzt auch noch Tische gegeben mit Stuhl, also könnt ihr dort heute schnell herhocken und essen. Einen guten. Merci. Guten. Ja, ich komme zurück mit dem zweiten Teil. Geniessen Sie den Abend. Schön sind wir alle zusammen hier. Und,